Und da heiße ich euch herzlich willkommen zurück hier bei Castlevania, Lords of Shadow. Muss man ja nicht tun, es gibt ja mehrere Castlevania. So, wir sind jetzt hier Kapitel 5. Wir sehen ja auch, was wir hier abgeschlossen haben und was nicht. Aber ich würde sagen, wenn man alles durch hat, wenn man alle Kräfte hat, also dann kann man halt immer noch mal weitergehen, würde ich sagen. So, Kapitel 5. Oh, das sind wieder ein paar mehr Missionen. 7 Stück. Veroswälder. So it seems Pan has saved Gabriel once more. His arrival most fortuitous. Gabriel now enters the outskirts of the vampire's territory. A cold winter has gripped this land for centuries, driving out the inhabitants to warmer climes. Those stubborn enough to stay have contended with the cold death that visits them each and every night, taking their loved ones away forever. The vampires thrive in the cold and terrorize the living who crave warmth and companionship. This night a warrior will come, a knight in shining armor with death at his side. He comes for you, creatures of the night. Jawohl. Ja, nice. Schon wieder. Ernsthaft? Boah, das finde ich ja man muss den erstmal fangen, ne? Ja, das Kackfatzenvieh. Thank you.
Diese alte Kackfratze, oder? Gibt's nicht. In dieser Gegend wurden zahlreiche Chupacabras gesichtet. Diese Kreaturen gilt nicht als tödlich oder bösartig, sondern lediglich als Ärgernis. Ich muss der Bruderschaft eine Nachricht zukommen lassen und meine Kameraden anraten, so viele Feenblüten wie möglich zu sammeln. Und es steht geschrieben, dass Chupacabras von allem fasziniert sind, was mit Feen zu tun hat. Und die Blüten sind eine gute Taktik, um die letzten Kreaturen abzulenken, während sie man sich etwa ihr Weg zurück zu diesem geschoren haben. Also! Yes. Chili. So ein Drecksvieh. Ich komme da hier aber nicht hoch. Das ist unik! Ah, hier ist das. Das Vieh ist wirklich ein Ärgernis. Du kannst halt nicht so. Geht doch, Kackvieh. Ich habe mit einem Vorrat an dunklen Kristallen angelegt, all diese im Kampf sehr nützlich sind. Da bin ich zufällig einem alten Mann begegnet, der einen verwirrenden und sinnigen Eindruck machte. Doch in seinem Augen blitzte ein scharfer Verstand. Er behauptete, er sei ein Freund und fragte mich, ob ich die Relikte gefunden habe, die er für uns zurückgelassen hatte. Ich sagte ihm, dass ich ihn nicht verstehe. Er antwortete, dass ich für mich beten werde und rannte plötzlich in die Nacht davon. Was verrückt hat er wohl gemeint? Das ist eine gute Frage. Können wir ja bis oben hin füllen, soweit sind wir ja noch lange nicht. Ach, hier kommen wir nicht hoch schon. Wer ist denn er? Ah, Leben. Ja, nice. Du hast deine Lebensscheinmeldung geführt und deine Gesundheit gesteigert. Das ist richtig.
Wer bist denn du? Wir befinden uns ganz in der Nähe von Vigol. Unweit davon liegt das Vampirschloss. Es ist ratsam, sich des Nachts einen Unterschlupf zu suchen, um sich vor möglichen Angriffen zu schützen. Das Wetter ist sehr kalt und es erweist sich als recht schwierig, mit der Bruderschaft Nachrichten auszutauschen. Letzte Nacht erhielt ich eine Botschaft, denen zufolge sind wir im Dorf Vigol zusammen werden, um die Festung der Vampire anzugreifen. Gott stehe mir bei, aber ich habe Angst, als einen dieser blutsaugenden Kreaturen zu enden. Gut, ne? Er ist halt komplett geendet, glaube ich. Alter! Alter, Finne. Das ist ja mal nice, das Schloss. Hier vorne ist wahrscheinlich das Dorf und dahin ist das unauffällige Schloss. Oh, damit haben wir die Veruswelle auch abgeschlossen. Nice. Wir haben einen von diesen bösen Steinen noch nicht gefunden. Aber da habe ich jetzt auch nicht nachgeguckt, tatsächlich. Aber der Flugtritt ist doch RT und das ist auch RT. Drücke RT, wenn du mein Fenster packen. Ah, okay. Jawohl. Eine Luftfeinde in der Nähe. Das ist cool. Das ist YX. Also zweimal laufen, dann YX. Mal gucken, vielleicht kriege ich das hin. This village is one of the last vestiges of human civilization left in this place of death and cold. It lies not far from the vampire's castle, our next objective. I have some matters to attend to here, matters that could spoil our plans. I will deal with them and try to rendezvous with Gabriel later. He has not slept in days, not since the girl. The pain is etched on his face still, but in his soul only hatred drives him. We will not speak of it. He must not know I have seen everything. That I have followed him this far. Aha, interessant. Wieso ist der mir gefolgt? Man soll doch darauf achten, ob man... Welche Mauer denn? Jetzt habe ich nicht mehr genug Saft. Kacke. Thank God that you are still among the living, my friend. The Lycan Lord has been defeated. I have his power. What happened here? I congratulate you on your victory. But these fellows were not so fortunate. Word has spread of our quest. The vampire clan have slaughtered this entire village. And now, they are expecting us.
That abbey. I am told the abbot possesses an ancient relic that harnesses the power of the sun. It is said to be capable of burning vampires and reducing them to ashes. That relic protects the abbey and all who take refuge there. But the abbot has barricaded himself inside and filled the building with deadly traps to deter visitors. After years of isolation, some say he has been driven quite mad. He resides up there, in the tallest of the towers. If we could persuade him to give the relic to us, it would give us a tremendous advantage over the vampires. But it won't be easy. Mad or not, damn him for not protecting his people. Wieso glaube ich eigentlich, dass der Typ das Mädchen abgestochen hat, wenn er uns die ganze Zeit verfolgt hat? Ghouls! Ghouls! Get away from me, you filth! They're already dead meat. They will return if we don't block the hole. Same fate. Gabriel, see if we can use that statue to block the hole. No. Das war mein Plan, aber irgendwie. I need you to push the statue from the other side, Zobek. That's a good idea. Unholy beasts! Don't you dare touch me! We have to block that hole somehow. Help me, Zobek. We can only knock down the statue if we do it together. As you wish. Ah, fuck, Junge, das falsche Taste gewesen. I need you to push the statue from the other side, Zobek. I'm coming. You'd have done better to have stayed in your hole. They will return if we don't block the hole. Ich weiß. So, jetzt aber ihr. Zobek, help me knock down the statue. As you wish. Straight back to hell! Don't you dare touch me! They will return if we don't block the hole! Wirklich, gut, dass du sagst. So, jetzt nochmal, ich hab das eben schon gemacht. Wenn es in die Richtung geht.
I need your help with the statue, Zobek. I'm coming. We have to block their escape. They will return if we don't block the hole. You'd have done better to have stayed in your hole. Oh, kack vier. We have to block their escape. Gabriel, if that statue were closer to the hole, we could cover it as we did before. Get away from me, you filth! You will all meet the same fate. Gabriel, if that statue were closer to the hole, we could cover it as we did before. Gabriel, if that statue were closer to the hole, we could cover it as we did before. We must ensure that they don't come out of the hole again. Ich bin ready. Gabriel, if that statue were closer to the hole, we could cover it as we did before. Gabriel, if das that statue were closer noch, to the hole, we could cover it as we did before. So, näher wird's nicht, mein Freund. Gabriel, if that statue were closer to the hole, we could cover it as we did before. Wie nah willst du das denn noch haben, du Lappen? Don't you dare touch me! I'll send you straight back to hell! Cursed creatures! Back, you demons! Stirb, Raketensalve! There has to be a statue nearby that we can use to block the hole. Jetzt gerade hier geblitzt. Achso, ja, hier. Zobek, help me knock down the statue. That's a good idea. Okay. Er hat's gedonnert. So, haben wir das jetzt, Zobek, oder wie sieht das aus hier? Schön ist, ich kann aber auch jetzt gerade nicht hier weg, ne? Also ich muss jetzt hier voranschreiten.
Oh, er hat es nicht geschafft. Wir sollten uns hier treffen, um den Angriff auf die Burg vorzubereiten. Ich habe noch niemanden gesehen, also werde ich mich im Mausoleum übernachten. Jetzt ist es nicht sicher. Ghule und Vampire sind nachts auf der Jagd nach verirrten Seen. Und ich will nicht, dass sie mich im Freien erwischen. Insbesondere die Ghule stellen ein schwerwiegendes Problem dar, da ihre Spucke hochgiftig ist. Mein Vorrat an Lichtmagie geht durch zur Neige und nur mit ihr kann man die Spucke neutralisieren. Sehr lecker. See what you did there. Was man jetzt für eine geile Power bekommt. Flock. Alles klar. Der Handwerker, der die Kette und die Kartenspitze für das Kampfkreuz anfertigte, Rinaldo Gandalfi, wollte die Waffe mit weiteren Optionen für den Nahkampf ausstatten. Besonders gegenüber natürlich die Kreaturen der Nacht. Aus diesem Grunde entwarf er den Flock-Aufsatz, der dem Kampfkreuz schließlich den Namen Vampirtöter einbringen sollte. Nice. Finde ich jetzt nicht unbedingt schlecht. Mit dem Flock können wir das Ding ja bestimmt benutzen. Aha. Ja, wir konnten am Anfang leider die Wand nicht durchbrechen, weil wir da keine dunkle Energie mehr hatten. Scheiße. Aber das war trotzdem eine coole Mission. Wie geil. Haben wir da jetzt eigentlich irgendwelche neuen Sachen gekriegt für ne? Ah, den mach ich auch mal. Verbesserte Version bestimmt, ja. War mir aber klar. So, dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Haut rein!